Christian Sassel wieder auf der IMA 2014. Wir hatten eben über das Gerät gesprochen, den Vision Slantop SL. Den Namen kann ich mir aber nicht merken. Es gibt sicherlich viele Leute, die sich fragen, wenn es um die Funktion My Top Game geht, wie komme ich an den Gamecode? Und da kann der Herr neben mir genau was zu sagen. Ja, genau. Die Frage wollen wir natürlich auch beantworten. Wir haben dafür ein besonderes Informationsterminal geschaffen, das MyTopGameTerminal. Wenn ich ans Gerät gehe, ich touche einmal drauf, habe ich an diesem Terminal alle Spiele praktisch alphabetisch sortiert. Ich könnte jetzt noch selektieren, wenn ich sage, mich interessieren vor allen Dingen Spiele mit Freispiele, kann ich sagen, okay, ich gehe auf Spiele mit Freispiele, dann werden mir rein diese Spiele selektiert. Oder ich sage, ich möchte jetzt mal einen Überblick haben über alle Spiele, dann gehe ich auf die Seite, dann habe ich es, wie gesagt, alphabetisch sortiert. Und wenn ich jetzt einmal gucken möchte, das Spiel, was ich eben gezeigt hatte, Crazy Fruits, finde ich hier oben, Gamecode ist die 1. Und wenn ich jetzt mich nicht mehr daran erinnern kann, Mensch, was war das denn früher für ein Spiel, dann touche ich einfach drauf und bekomme dann auch noch die Spielinformationen zu diesem Spiel und eine ausführliche Spielerklärung. Das heißt, wenn ich jetzt nur den Namen kenne, Crazy oder Fruits, kann ich auch Fruits eingeben, um das irgendwo zu finden? Das geht nicht, sondern man muss schon praktisch sich durchblättern, durchscrollen und dann entsprechend die Spiele suchen. Vielen Dank für die tollen Informationen. Christian Sasser für TV News on Tour.